So, und damit recht herzlich willkommen zu meinem Let's Play zu RimWorld, Freunde. Und ja, natürlich geht es weiter an dieser wunderbaren Stelle hier. Wir haben hier mittlerweile unsere Kammer für Lebensmittel. Die müssen wir natürlich noch zukriegen, ne? Ist ja ganz, ganz logisch, Leute. Ja, und ich hoffe, ihr seid damit einverstanden, dass wir hier einfach neu starten. Oder neu gestartet haben. Was ich natürlich noch zeigen wollte oder kann. Nicht, dass ihr denkt, ich tue hier schummeln oder so. Ich habe natürlich genau dasselbe eingestellt. Basisbau und hier Cassandra Classic. Es ist nicht einfacher oder sonst was. Ich habe das alles genauso eingestellt. Ich hoffe, es ist okay für euch. So. So, wir sind jetzt natürlich dabei, hier unsere Grundlagen zu machen erstmal. So, hier wird natürlich überdacht. Das ist eine gute Sache. Und wir müssen natürlich sagen, hier Zone, das ist eine Lagerzone. Aber hier, Lagerzone, hier kommt nur, wenn wir alles löschen, Priorität wichtig erstmal. Und hier kommt Nahrung rein. Komplett. Und Medizin auf jeden Fall auch. Und Leichen auch, aber Tierleichen bitte. So, das hätten wir. Wunder, wunderschön. So, jetzt müssen wir uns langsam mal Gedanken um den Stroh machen. Deswegen werden wir jetzt erstmal hier abbauen. Das möchte ich alles nicht haben. Ich möchte hier nämlich wunderschöne Solaranlagen drin hinstellen. So, der Plan erstmal. Und ja, es wird auch endlich angepflanzt. Das ist eine gute Sache. Warte mal. Mitch. Mitch, mach mal den Reiniger auf 2. Du erstmal hier anpflanzen und reinigen kannst du dann eben, wenn du da fertig bist. Ich glaube, das ist wichtiger. So, wir haben sogar ein bisschen Gold, ne? Geht das eigentlich auch kaputt? Ne. Gold und Sta Silber und Stahl geht nicht kaputt. Verteidigung benötigt, natürlich. Oh, Besuchergruppe, Besuchergruppe. Habt ihr was zu handeln? So, wer war unser Händler? Hatten wir doch einen da. Cherry. Cherry, du musst mal kurz hier hin und gucken, was der denn Schönes für uns hat. So, Chinchilla-Fleisch, 43, nehmen wir mit. Wir brauchen erstmal Essen, Leute. Und Bauteil, nee, hat er nicht. Kräutermedizin hat er noch zweimal. Ja, komm, die nehmen wir auch mit. Ja, kostet halt 157. Wir haben halt leider noch nichts zu verkaufen, außer Bauteile, aber nee. Nee, Leute, die behalten wir erstmal. So, wunderbare Sache ist das. Jetzt haben wir Fleisch. Das heißt natürlich für uns auch, wir müssen hier mal ein Herd hinbauen. Aber erstmal mit Feuer, ne? So, ah, nee, 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 warte, 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 warte. Das muss nochmal abgebrochen werden, weil. Achso, da müssen wir aus Stahl bauen. Verdammte Axt. So, gut, einen Schlachttisch, den können wir aber aus Holz bauen. Okay. So. Da werden wir uns als nächstes dann natürlich kümmern, dass die irgendwie eigene Zimmer haben. Müssen wir mal schauen, wir könnten. Ich sehe gerade wieder, dass sie hier wieder was eingebaut haben und nicht rankommen. Naja. So, das hier könnten wir auch noch abbauen, dass wir einfach eine gerade Linie nachher haben. Das will mir dann doch besser gefallen. So, wunderschön. Das Fleisch ist hier drin. Das heißt, wir können was kochen, wenn es auch nur einfache Mahlzeiten sind. Aber erstmal für den Anfang, glaube ich, ganz okay. Der Affe schläft auch da, wo er schlafen soll. Wo kommt denn die eigentlich her? Von welcher Fraktion? Der weißen Ebene, Leute. Oh, wir haben drei, wo uns. Friedlich gesinnt sind und zwei, wo uns negativ gesinnt sind. Ja, es ist nicht so schön. Naja. Gut, jetzt ist natürlich Schlafenszeit, deswegen können wir die Zeit natürlich vorspulen lassen, Leute. Das ist ja ganz klar. Hey, lasst unseren Affen in Ruhe, ich sag's euch. So, die Besucher gehen. Weißen Ebene, Leute. Naja. Wie ist denn hier eigentlich Fruchtbarkeit 100%? Hier nur 70. Wir müssen natürlich, wir brauchen noch eine Abfallzone. Könnte man hier ein bisschen was raushämmern. Ja, wir müssen jetzt natürlich sehr viel Bauarbeiten machen. Oh, Absturzstadt. Jawohl, das passt doch. Das passt vollkommen zu uns, das nennen wir es so. Unsere Fraktion heißt Absturzstadt. So, dann machen wir hier mal ein bisschen weg. Dann machen wir hier noch Abfallzone hin. Dann können wir hier
Fall zu. Wir brauchen halt noch ein Lager. Ich könnte aber noch eine zweite Anbauzone erstmal machen, wo wir noch ein bisschen Reis machen, Leute. Ich glaube, das ist. Ist etwas, was wir tun sollten. Ein bisschen Reis, bitte. So. Wunderschön. So, Mitch kümmert sich. Er hat auch ein bisschen Bären dabei. Das finden wir gut. So, was wir aber jetzt natürlich auch brauchen, ist Strom. Ohne Strom bringt uns das alles nichts. Haben wir mal zwei Stück und Batterien hauen wir in die Kühllager. Ich weiß, es ist vielleicht nicht so perfekt, aber erstmal okay für mich. So, oh, verrücktes Tier. Verrücktes Tier, aber eins, oder? Ein Hase ist verrückt geworden, natürlich. So, der kommt hier, okay. Wo ist er? Der ist aber noch weit weg. Und dann lassen wir sie noch ein bisschen... Oh, es ruckelt aber. Es hat jetzt aber ganz schön geruckelt. Was soll das? So. Okay. Mitch, du bist, glaube ich... Doch, du warst ein Kämpfer. Geh mal hier hin. Nein, du nicht. Geh mal hier hin. So, dann mal langsam machen. Ich hoffe, die kriegen den Hasen hin. Mitch... Beschieß den mal. Oh, das hat ja besser funktioniert, wie ich gedacht hätte, Leute. Ein Schuss und tot? Ja, sehr, sehr geil. Sehr, sehr geile Sache. So, wir können hier natürlich schon mal die Aufgaben hinzufügen. Einfache Mahlzeiten bis... Ja, komm, wir machen erstmal für immer. Ja. So, was fehlt hier noch? Holz. Wir haben kein Holz mehr. Nicht so cool, Leute. Nicht so cool, aber naja. Kriegen wir hin, kriegen wir früher oder später hin. So, wir können ein bisschen schneller machen. Das Holz ist jetzt natürlich ein Problem. Müsste halt mal jemand fällen, ne? So, und hier schlachten wir Kreaturen. Für immer. Sollen wir auch... Warte mal, was ist denn... Trockenfutter. Ja, aber nicht aus Fleisch, dann vegetarisch wenigstens. Machen wir mal. Tun wir auch mal herstellen. Müssen wir natürlich sagen, wer unser Koch ist. Das warst du. Fünf. Das könnt ihr beide machen, wie ihr Zeit habt. Ja, jetzt müssen sie halt, ne? Das ist halt... Er nimmt erstmal den Hase auseinander. Das ist okay. So, gut. Einer kocht, der andere baut weiter ab. Wunderschön. So langsam, Freunde, wird es doch. Wir haben jetzt halt kein Holz mehr. Oder fast kein Holz. Das ist nicht so schön. Was haben wir denn hier? Hasenfleisch und Chinchillafleisch. Ein Dach ist eingestürzt. Natürlich. Wo denn? Warum sollte hier auch ein Dach sein? Kein Dach. Hier soll kein Dach sein, bitte. So, schön. Gut, aber jetzt ist schon wieder Schlafenszeit, ne? Ja, zu dritt kommt man halt nicht so richtig zur Rande, aber wir kriegen das alles hin. Ich bin da sehr, sehr optimistisch. Das wird schon irgendwie funktionieren. Wir haben hier jetzt auch ein bisschen Reis schon angepflanzt. Unsere Erdbeeren wachsen. Es ist halt, ja, wir haben 5 einfache Mahlzeiten, 7 Überlebensrationen. Nicht so viel, ne? Aber wir kriegen das hin. Im Notfall können wir noch jagen gehen. Das kriegen wir hin. So, wir haben dann langsam hier alles abgebaut, was wir abbauen wollten. Die müssen natürlich erstmal essen, ne? Am frühen Morgen. Ja, so, er baut jetzt erstmal Dächer ab. Das finden wir gut. Weil Dächer über Solaranlagen sollen nicht so gut sein, habe ich gehört. Also... Oh, wir haben Mofallo. Wir haben ein Mofallo. So, kannst du tragen? Das kann ich tragen. Das ist doch scheiße. Na gut, dann kriegen wir wenigstens ein bisschen Milch. Naja. Von mir aus. Gut, dann brauchen wir Zonen. Na, nicht so schnell. Ich bin... Wenn ich so schnell mache, dann vergesse ich immer sehr viele Dinge. Das ist nicht so gut. So, machen wir hier Abfallzone. Dann liegen die schon mal richtig. Und dann können wir sagen, dieses Zeug hier... Dieses Zeug hier kann alles erstmal weg, obwohl alles wird hier nicht reinpassen. Shit. Schitikowski.
Naja, aber wir kriegen es ein bisschen sauberer hier drin, ne? Komm, dann lass das hier mal liegen. Das hier mal bitte. Jetzt hör mal auf. Lass das mal liegen. Das mal liegen und das mal liegen. So. Okay, weiter geht's. Kriegen wir wenigstens hoffentlich hier drin ein bisschen sauberer. Das wäre schon mal eine Maßnahme. Wir können ja natürlich noch sagen, bau hier noch ab. Dann können wir das ein bisschen nach unten noch erweitern. Wanderer bleibt. Manu. Manu, Manu, Manu. Sag mir bitte, dass du gut bist. Oh, Nahkampf, Tiere, Landwirtschaft. Okay, er könnte auch... Er verweigert kochen, unerschütterlich, schießwütig. Ja, dann kriegst du keine Waffe von mir. Ich glaube... Oh, der hat selbst eine Waffe dabei. Ein Stahltaschenmesser. Ja, klar, gerne. Manu, herzlich willkommen bei uns. Du machst natürlich auch Feuerlöscher, Patient und das und das. Und dann machst du... Was habe ich jetzt gesagt? Landwirt kann er mitmachen. Komm, soll er erstmal Landwirt machen. Und Träger und Reiniger natürlich auch. So, das will mir ganz gut gefallen. Jetzt sind wir schon 4 Leute. Ja, der braucht jetzt natürlich noch ein bisschen, bis er bei uns ist. Ganz klar, aber das wird alles. Das wird alles. Da bin ich doch sehr, sehr positiv gestimmt. Das habe ich, glaube ich, gerade schon mal gesagt. Ihr habt nichts gehört. So, wer will Holz haben? Kann Manu Holz hacken? Kann Manu Holz hacken? Manu. Ja, komm, mach mal Holz hacken. Holz hacken ist eine wichtige Sache. Wir brauchen ganz viel Holz. So, mach das mal. Mach das mal. So. Gut, hier drin ist jetzt einigermaßen sauber. Das finden wir gut, denke ich. Essen ist halt noch so ein Problem, ne? Aber hier. Nathaniel? Ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht. Kümmert sich. Das ist schon mal okay. So, was. Achso, Moment mal. Landwirt. Nummer, Stufe 9. Das ist gut. Das heißt, wir können nochmal anbauen. Bauen wir mal hier noch ein Feld an. Muss das groß sein? Ja, machen wir mal 6x8. Denn ich möchte hier bitte Heilwurzel. Wir haben doch einen mit 8, oder? Nee, haben wir nicht. Ah, Mitch, kümmer du dich mal bitte um das Landwirt. Wo ist denn Mitch? Mitch? Da, er kümmert sich. Er muss jetzt leveln, ganz schnell, dass er Stufe 8 wird. Ah, hat er schon. Das ist ja gut. Dann kann er nämlich jetzt hier die Heilkräuter anpflanzen, denn die brauchen wir natürlich, ne? Das wissen wir ja, weil die Medizin ist ja sehr wertvoll und die nehmen wir nur, wenn es denn wirklich gefährlich wird, ne? Wenn wir, ja, schwere Krankheiten haben einfach. So, hier wird's Gras entfernt und dafür Reis gepflanzt, das finden wir gut. So, das müssen wir natürlich noch wegmachen. Zack, abtransportieren bitte. So, Manu kümmert sich um unser Holzproblem. Oh, wir haben gar kein Bett mehr. Manu, kannst du das eigentlich selbst bauen? Ja, kannst du. Dann bau mal kurz dein Bett, bitte. So, passt. Warum schläfst du jetzt? Ah, ne, beobachtet Sternenhimmel, okay. Und wo ist Cherry? Cherry ruht sich aus, ja, okay. Gut, muss natürlich auch mal sein. Und jetzt schlafen sie alle den Schlaf der Gerechten oder Ungerechten. Ich weiß es nicht so genau. Aber sie schlafen erstmal. So, und dann können wir uns mal versuchen, ein bisschen weiter auszubauen, würde ich mal sagen. Bräuchten so langsam Zimmer, ne? Hier mal ein Eingang. Ja komm, den können wir erstmal hier durchziehen. Zu hoch. Oh, speichern. So, ich glaube, das ist eine gute Sache. So, Essen wird langsam ein Problem. Gibt es denn hier was? Ja Gott, hier ist ein Hase. Hase? Ein bisschen langsamer. Hase jagen. Dich jagen. Und Waschbär jagen. Wer ist unser Jäger?
Cherry. Cherry, hast du eine Waffe? Cherry hat eine Waffe. Cherry? Dann jag mal kurz, bitte. Wir brauchen ein bisschen Fleisch. Tut Cherry jetzt jagen? Machst du sowas? Jagd Waschbär. Sehr, sehr gute Sache. Aber er trifft auch so, wie ich ins Spiel. Also, es passt wieder sehr, sehr gut. Den könnte ich eigentlich schon wieder Sammy nennen, ne? Aber er hat es erlegt und ist nicht verletzt worden. Das ist eine gute Sache. Ja, müssen wir halt erstmal damit klarkommen, ne? Bis hier unsere wunderschönen Erdbeeren und Reispflanzen und so gewachsen sind. Wir bräuchten natürlich noch viel, viel mehr. Wir müssen das hier jetzt erstmal wegtransportieren. Das... Oh, jetzt habe ich den hier. P. Und... Oh. P. Und das hier auch noch bitte. Ja, da wird aber unsere Abfallding nicht reichen. Aber egal. Wir brauchen noch mehr Anbauzone, Leute. Essen ist eine wichtige Sache, weil ohne Essen na, geht man kaputt. Habe ich gehört. Da können wir Kartoffeln. Oh, Überfall. Nicht gut, Leute. Nicht. Oh nein, jetzt weiß ich nicht wo. Da. Was bist denn du für einer? Greift Holztür im Nahkampf an. Ein Stahltaschenmesser. Ja, okay. Komm mal näher, mein Freund. Nee. Cherry. Cherry, bleib mal bitte hier. Bleib mal hier. Manu? Nee. Nee, Mitch. Komm du bitte auch mal hier. Oh, aber schnell. Okay, sie haben es geschafft. Und er ist verletzt. Kannst du was, Kollege? Fernkampf, Handwerk ist natürlich... Und Bergbau. Bergbau, das könnten wir natürlich brauchen. Das heißt, wir müssen hier schnell... schnell was bauen. Schnell. Wo baut man das hin? Wo baut man... Oh, hier. Guck mal, hier ist doch... Hier ist doch das wunderbar dafür geeignet, einen Gefangenenraum reinzumachen. Erstmal. Eine Holztür. So, macht das mal einer. Mitch, könntest du mal... Nee, natürlich nicht. Manu, bau mal bitte. Wir brauchen jetzt schnell hier was, wo wir den reinlegen können. Nein. Bau mal bitte fertig. Bau mal bitte fertig. Jetzt mach doch mal. Mensch. Ja. Das auch noch... Und das bitte auch noch. Und dann brauchen wir noch ein Bett. Kriegt auch ein Holzbett hier rein. So. Das machst du bitte auch noch. Das wäre sehr, sehr nett von dir. Lieber Manu. Denn wir müssen den fangen. Ne? Wir müssen den ja... So. Konstruktion fehlgeschlagen. Natürlich. So. Gefangenenbett. So. Wer war unser... Unser Aufseher Nummer 1, Cherry. Cherry, fang den mal. Oh, haben wir... Oh, Blaststahl. Wir haben Blaststahl gefunden, Leute. Das ist natürlich sehr, sehr geil. Blaststahl ist eine gute Sache. So, der hier kriegt natürlich keine Medikamente. Entweder er überlebt so oder eben nicht, genau. Arzt behandelt, aber ohne Medizin. Das finden wir gut. Wer ist unser Arzt? Haben wir gar keinen gescheiten, ne? 7. 4, aber mit Lernskill. Ja, komm, dann kümmer du dich. Manu, wo bist du? Kümmer dich. So. Was liegt denn hier? Oh, das können wir natürlich noch einsammeln. So, er kümmert sich hier ein bisschen. Cherry baut das Dach noch, ne, dass er nicht nass wird, wenn es regnet. Schlechtes Ergebnis. Das ist nicht so gut. Ich hoffe, der kriegt keine Infektion. Im Notfall könnten wir ihm
Wir könnten eben Lungenflügel innehmen, ne? Also wenn er sich gar nicht anwerben lässt von uns, Leute, dann werden wir ihm Lungenflügel entnehmen. Ich bin diese Staffel extrem, ja, ich mache halt auch solche Dinge, ne? Weil einer von uns, wer war das denn? War es Mitch? Nein. Cherry. Hat Asthma. Braucht immer wieder Behandlung. Deswegen müssen wir halt schauen. Ich weiß es noch nicht. Ich kann es noch nicht sagen, ob wir das wirklich machen, aber wenn das sich partout nicht anwerben lässt oder jetzt irgendwie eine Infektion kriegt oder sowas, dann ja, machen wir einen auf Dr. Frankenstein. Rettungskapsel, natürlich. Der ist auch noch nicht schlecht. Ich weiß es nicht. Soll man den retten? Sorgfältiger Schütze, ja. Ich habe doch gar keinen Platz für ihn eigentlich. Ja gut, dann müssen wir halt hier noch ein Bett reinsetzen, ne? Und ihn auch fangen, weil wenn wir ihn nur retten, bringt das ja keinem was. Ja, Krankheit, Infektion. Und damit ist genau das passiert, was ich gesagt habe. Jetzt werden wir... in der nächsten Folge wahrscheinlich Dr. Frankenstein spielen. Das kann natürlich auch ganz schnell schief gehen, aber Infektion, er kriegt von uns keine Medikamente, die sind mir zu wertvoll. Weil so gut ist er dann doch nicht, ne? Gut, er hat Bergbau auf 9. Er hat Bergbau auf 4, hat aber auch einen Lernskill. Dann probieren wir es lieber mit ihm. Aber ach so, wenn man den jetzt mehr... Wir schauen mal, was wir machen. Vielleicht versuchen wir ihn durchzukriegen. Ich weiß es noch nicht. Gut, Freunde, dann hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet, denn es heißt hier Let's Play RimWorld beim Sammy mit Fails und allem inbegriffen. Danke, dass ihr dabei wart. Hat mich sehr, sehr gefreut. Und ja, wir sehen uns dann in der nächsten Folge, hoffe ich. Bis dahin. Ciao, ciao.